Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee, und Anouk ist auch wieder mit dabei. Herzlich willkommen zu meiner Videoserie Essbare Wildkräuter. Heute im dritten Teil möchte ich dir wieder 7 essbare Wildkräuter kurz vorstellen. Und zwar den Breitwegerich, das Gänsefingerkraut und das kriechende Fingerkraut, die Gänsedistel, den Rotklee, den Sauerampfer und die Schafgarbe. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und wünsche dir auch ganz viel Freude und Inspiration. Das hier ist der Breitwegerich. Er gehört wie der Spitzwegerich zur Familie der Wegerichgewächse. Man erkennt ihn sehr gut an den breiten Blättern mit den parallelen Adern. Verwenden kann man die Blätter, die Blütenknospen und die Samen. Er blüht von Juni bis Oktober und hat hier so lange Blütenknospen. Die Samen findet man ab August. Die Blüten und die Samen sind lecker pur gegessen oder im Salat oder als Gemüse zubereitet. Die Blätter sind sehr lecker im Smoothie oder zum Entsaften. Breitwegerich enthält sehr viel Zink, Kalium, Vitamin B und C. Er hilft auch sehr gut bei Insektenstichen. Hier wächst das schöne Gänsefingerkraut. Verwenden kann man die Blätter und Blüten. Es blüht von Juni bis August, gelb mit 5 Blütenblättern. Verwenden kann man es im Salat oder auch zum Mixen oder Entsaften. Ab Juni, Juli werden die Blätter ziemlich hart, dann kann man sie eher in den Mixer tun. Die Blüten sind eine super Deko auf allen möglichen Speisen. Das Gänsefingerkraut enthält sehr viele Gerbstoffe und Bitterstoffe. Und das hier ist das kriechende Fingerkraut. Verwenden kann man Blätter und Blüten. Es blüht von Juni bis August. Auch so gelb mit 5 Blütenblättern. Die Blüten sind eine super Deko auf allen möglichen Speisen und die Blätter kann man sehr gut verwenden im Salat, zum Entsaften oder im Smoothie. Wie das Gänsefingerkraut besitzt das kriechende Fingerkraut viele Gerbstoffe und Bitterstoffe. Hier wächst die schöne Gänsedistel. Verwenden von ihr kann man die Blätter, Blüten und auch die Stängel. Sie blüht von Juni bis Oktober wunderschön gelb. Entweder man schneidet mit der Schere die Stacheln von den Blättern und verwendet sie im Salat oder sie eignet sich sehr gut zum Entsaften oder Mixen im Smoothie. Die Gänsedistel enthält Bitterstoffe, viel Eisen und Vitamin C. Hier wächst der wunderschöne Rotklee oder auch roter Wiesenklee genannt. Verwenden kann man die Blätter, Triebe und Blüten. Er blüht von Juni bis September hier so wunderschön rot. Und verwenden kann man ihn im Salat, in Aufstrichen, verschiedenen Gemüsespeisen, in Smoothies oder in Säften. Roter Wiesenklee schmeckt wie eine Mischung aus Erbse und Feldsalat. Er enthält viele Gerbstoffe, ätherische Öle und Harze. Hier wächst der leckere Sauerampfer. Verwenden von ihnen kann man die Blätter, die Triebspitzen und die Blütenknospen. Er blüht von Mai bis Juni rötlich-grün. Die Blätter kann man von März bis Oktober sammeln und sie sind sehr lecker im Salat, in Suppen, in Smoothies und in Säften. Sauerampfer enthält sehr viel Vitamin C, Carotin, Eisen, Eiweiß und auch Oxalsäure. Das hier ist die Schafgarbe. Ihr Gesamtblatt ist wie bei einer Feder mit ganz vielen Einzelblättchen. Sie blüht von Mai bis Oktober weiß bis leicht rosa. Verwenden kann man die Blätter und Blüten im Salat, in Pesto, in Gemüsegerichten oder als Gewürz für Speisen. Sie schmeckt sehr herb, scharf bis bitter. Die Schafgarbe enthält sehr viele Gerb- und Bitterstoffe, viel Kalium und viele Vitamine. Ja, das waren jetzt wieder 7 wunderbare essbare Wildkräuter aus Mutter Erdes wunderschönem Naturparadies. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich mal auf meiner Webseite besuchen kommst, und zwar hier. Pling! Und besuch mich herzlich gern auch mal auf YouTube oder Facebook. Alles Liebe und bis jetzt, sagt Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee.